Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei einer neuen Folge von Angezockt dabei seid. Und hierbei handelt es sich um das Spiel Dreadnought. Und ihr seht vielleicht schon gar nicht so falsch, indem ihr euch denkt, Wahnsinn, was ist denn da? Da ist ja ein riesengroßes Schiff. In dem Fall ein Fluggerät im Hangar. Was ist denn da los? Das ist ja gar kein Tanks, das ist ja gar kein Warships, aber irgendwie kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Ja, Dreadnought ist so ein bisschen ein Spiel, was in die Richtung gehen wird. Es ist auch ein Free-to-Play-Game. Es geht in die Richtung von World of Tanks, World of Warships. So ein, alles ein wenig dabei. Aber ich würde sagen, wir machen einfach erstmal zusammen das Tutorial. Weil da werdet ihr am besten angeleitet an das Ganze und könnt euch mal vorstellen, wie ist das Spiel so und was passiert hier überhaupt? Let's get this shakedown underway. Take us out, nice and slow. This is your show, Captain. But try not to scratch my ship. It's older than you. Das ist keine Kunst, älter als ich zu sein. That's an order. Oh, nice. Now we're moving. Cinebay STC, this is Bix. Be advised, we're launching the training vessel with a rookie captain. Roger that, Bix. You're good to go. Have fun. Spiel ist von Jäger. Und Jäger kann Grafik. Aber jetzt erstmal aus dem Hangar raus. Aber ich allein schon. Sau cool. Take us to these coordinates, Captain. Engage the thrusters. Sydney Bay is the only place you'll get to command a real battleship, you know, from the good old days. The great solo was war. Macht denn die? Ah, okay. Vorwärts. Rebels and refugees coming here in search of liberty or answering the call for adventure. And Sydney Bay is tax-free. So, ich glaube, ich müssen ja so eine kleine Linkskurve fahren, fliegen. Good. Take us to these coordinates now. Use the dorsal and ventral thrusters. So, und man kann auch sehen, man kann nämlich auch, und das ist ein Unterschied, man kann nämlich auch die Horizontale mitnehmen. Das heißt hoch und runter. Und auch das schaut geil aus. Runter in diese und hoch. Sehr nice. Seems in order. Now, increase the thrust. And take us to the next stop. Ja, sag mir, wie ich das mache. Aha, da haben wir jetzt auf einmal einen schönen Boost. Also, auf die Shooting Range. Ja, das hört sich doch mal noch was an, wo ich ja mal richtig Bock drauf habe. Engines are offline, so the crew can run diagnostics. Okay, also. Hab ich. Make sure the energy systems are turned off, Captain. So, this is an energy system. Ah. The energy system is offline now. Okay. We need to check our weapon systems now. Hold on a sec. The target should arrive any moment. Ja, das ist doch ein Wort. Use your primary weapons to destroy the target. Don't worry, it's already marked for scuttling. Ah, okay, ich wollte gerade schon hier mal zweite Feuerwahlauswahl nutzen. Left Mouse Fire. Sehr geil. Okay, now divert more power to the weapons and fire on the next target. Weapons. Weg damit! Ach, schaut das schön aus. Good. Now switch to flak turrets and target it again. Secondary. Ah ja, hat auch noch einen Sekundär. Flak. Auch schön. Now let's test the ranged targeting system.
Focus the target in your crosshair and fire. Okay. Der ist ganz schön weit weg. Aber es geht auch noch auf die Distanz. It's time to put on a real show. Ja. Let's test the ship's modules. Use them to fire at the targets. Ja, welches darf ich nutzen? Ah, okay, das ist alles klar. Dann hier die Raketen. Cool. Und auch da einfach drüber gehen. Ah, saugeil. Activate the anti-missile laser now. Unless you want to pay for the next paint job. Ist aktiv. Ich würde ja gern zurückschießen. Und jetzt hier. Alles aktiv. Aber jetzt hier dann doch noch ein paar Einschläge. Now, take the module systems offline. When the auxiliary power is restored, activate the shields. Shields. Und auch die sind am Start. Aber auch hier sieht man, also wirklich schön gemacht. Sehr nice. Also, das ist doch. Back to the docking bay. This is Sinley STC. We've detected incoming raiders. Ah, natürlich. Battle stations. All hands. Roger that, Sinley STC. All right. You heard the news. Playtime is over. Ja. We're warping into battle. Das hört sich doch nach genau einer Sache an, auf die ich jetzt richtig Bock habe, in den Battle zu warpen. Jetzt hinfliegen oder macht das Ding selber? Ja. Alright, playtime is over. Time to see what you're made of, Captain. Krieg ich hin? Enemy incoming, watch out. The Corvette is one hell of a fast ship and not easy to target. Try to keep the destroyer at mid-range. So, die ist weg. Wo ist der andere hin? Da werde ich geheilt. Sehr fein. Also es ist auf jeden Fall... Ah, die mit der Plasma-Breitseite muss ich mich noch angewöhnen. Nice shooting. Keep it up, Captain. Aber da kommen die Raketen schon zu spät. Ist schon rum ums Eck. Allied Tech Cruiser. Ah ja, da ist er ja. Enemy Dreadnought detected. That flying fortress easily matches our firepower. Don't let them get close to our allies. A Dreadnought doesn't give second chances. Muss da echt näher hin. Verstärkung unserer Feuerkraft. Ah,
Ah, da ist es zu weit weg, glaube ich. So, auch da die Raketen werden losgelassen. Der Sound wird immer stärker. Raketen gehen ins Leere, aber wir haben hier alles am Start, was so geht. Nachladen, jetzt im Moment. Immer hilft die Flachs. Oh, da kommen Raketen, die wollen rausgenommen werden. Jetzt ist er weg. Sehr schön. Sehr geiles Gefühl. Also, es ist halt hier so ein wirklich scheinbar so ein schweres Schiff. Aber das Gefühl ist hammergut. Vielleicht zum Spiel nochmal gesagt, es ist aktuell in der Beta. Man kann sich aber mit einem Founders Pack einkaufen. Habe ich getan. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ein kleines mit einem Schiff oder ein großes mit vier Schiffen, glaube ich, ist es. Das eine kostet 10 Euro, das andere 40 Euro. Ich habe mir das große gegönnt, weil ich so von der Tendenz glaube, das ist ein Spiel für mich. Okay, now you need your tech. The trader has all you need to be the best. Und for a price. So, Bix has sent over another one. Pleased to meet you, I guess. Wir lassen die Dame mal reden. He may think you're captain material, but don't expect me to trust you so quickly. Here's the deal. I'll lease you ships to take into combat, and in exchange I'll be taking a share of your earnings. Sinley Bay may be tax-free, but I'm certainly not. When you've got the money and proven you won't blow yourself up, we'll see about letting you buy something of your own. Until then, I've assigned you one of my older but sturdy ships. Ja. Now you're ready for your first job. Let's see what you're made of, Captain. Und jetzt wird es dann zum richtigen Spiel kommen, aber hier breche ich ab. Ganz einfach, ich will sehen, ob es bei euch gut ankommt und ob das vielleicht eine weitere Let's Play-Reihe werden kann. Also sagt mir mal, wie gefällt es euch? Habt ihr da Bock drauf, davon mehr zu sehen? Haut es in die Kommentare. Ich bin selber sehr gespannt und ich sag mal, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.